Die Late Night. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Die Late Night Show im März. Yeah. Mit dem schönsten Jingle der Welt, der professionellste Jingle aller Zeiten. Heute ist der Tag des Komplimentes offiziell tatsächlich. Ich möchte dir mal wieder sagen, dass du unfassbar attraktiv bist, mein kleiner Bold. Es ist mir wirklich eine Freude, mit dir diese Show zu machen, durch den Abend führen zu dürfen. Du bist nicht nur unfassbar attraktiv, sondern auch sehr intelligent, das weißt du. Aber ich habe die große Ehre, bitte applaudiert für diesen Mann, Quichotte! Vielen, vielen Dank, das ist zu freundlich. Dankeschön. Ja, auch ich bin natürlich glücklich, mit dir schon so lange Jahre bekannt zu sein. Und es verbirgt sich ja hinter diesem Pelz in der Schnauze tatsächlich ein Wesen, ein Mensch, im Grunde genommen schon. Tatsächlich manchmal aber auch nicht. Also man kann, an Tagen kann man ihn sehen, da ist er wie ein Hirsch, im Grunde wie ein Hirsch, manchmal wie eine Ratte. Ich habe ihn schon erlebt, da ist er über einen Parkettboden geschurbelt mit seinen Krallen, dazu lange lange Krallen, da sind ganz viele Essenssachen drunter. Wenn der zum Beispiel an Tagen, jetzt ist Winter gewesen, da hat er da Sachen drunter, ein Kotelett zum Beispiel, unter dem Fingernagel, und dann wird zwischendurch genascht, klar, zack. Und dann sage ich immer, hey Patrick, du hast da eine halbe Giraffe im Mundwinkel. Das ist ihm aber egal, weil das versteckt sich durch den Bart. Und er ist dazu noch unheimlich ein Schreiberling. Er schreibt Dinge, die mich manchmal zum Weinen bringen. Tatsächlich, wirklich, das ist einfach so. Und das ist nicht nur wegen des Tages des Kompliments, sondern weil du einfach ein illustrer Mensch bist. Und du schaffst es tatsächlich mit deinem Stift, Dinge in mir auszurühren, wo ein Kochlöffel jahrelang könnte. Und das wird nicht das zum selben Ergebnis führen. Also da sind Sachen, weil letztens hat er was geschrieben, ein wunderbares Ding, eine Notiz im Grunde, ein Einkaufszettel, und ich saß da und geflennt wie ein Kind, weil ich gedacht habe, guck mal da, Kartoffeln, Sellerie, der macht wieder Spaghetti Bolognese. Das ist Patrick Salm, meine Damen und Herren. Ein Riesenapplaus für Patrick Salm! Quichotte ist ein Freund der kurzen und knackigen Anmoderation, wie ihr merkt. Ich finde das super. Wir haben die große Ehre, heute einen wunderbaren Gast zu haben. Es ist ein famoser junger Mann, der den weiten Weg aus Marburg heute hierhin gefunden hat. Stand-up-Comedian, ein Autor, hat schon gerade ein neues Buch veröffentlicht. Und er ist einfach ein unfassbar witziger und vor allem gut aussehender Mensch. Bitte macht einen wunderbaren Riesenapplaus für unseren Stargast, Felix Lobrecht! Ja, Felix, schön, dass du da bist. Gut, dass du hier hingefunden hast. Wir haben dir eine Figur. Wir haben ja hier so ein kleines Puppenhaus. Kann man sich mal angucken. Das ist hier nachgebildet, komplett die Bühne. Es echt, lohnt sich echt. Gleich im Vorbeigehen könnt ihr mal gucken. Und wir haben dir hier eine adäquate Figur. Es ist ein Ritter. Bist du damit zufrieden? Nee, finde ich albern, aber... Ja gut, macht nichts. Aber dafür hat ein Schwert. Ist natürlich auch nicht schlecht. Weil wir gedacht haben, mit der Rüstung, der Felix ist so gut trainiert. Und da sieht die Rüstung sieht auch aus, als hätte der hier am Arm so einen Oberschenkel. Von daher, das ist genau dein Style. Schön, dass du da bist. Jetzt aber, meine Damen und Herren, einen Riesenapplaus für Patrick Salmen und die erste Geschichte. Yeah. Ich habe momentan ein bisschen Beef. Ich habe Beef mit Namika. Ich habe nämlich ihr Lied ein bisschen verballhornt. Ich weiß nicht, ihr kennt wahrscheinlich alle dieses komische Lieblingsmensch-Lied. Und es läuft ja permanent in einer Endlosschleife. Und ich glaube, selten ist mir ein Lied so sehr auf den Sack gegangen wie dieses "Ich möchte mich jedes Mal erschießen, wenn es kommt". Und ich habe irgendwie so eine Geschichte geschrieben, wo sie so ein bisschen, naja, schlecht wegkommen, beziehungsweise eigentlich nur das Lied so ein bisschen verhohnepiepelt wird. Und lustigerweise hat sie darauf reagiert, weil sie irgendwie davon Wind bekommen hat. Und dann hat sie auf ihrer Facebook-Seite so ein ganz zickiges Video hochgeladen, wo sie so ganz empört auf mein Video reagiert und sich beschwert über mich. Und ich glaube, sie hat sich so erhofft, dass ihre Fans total sauer auf mich werden und mir dann Hassnachrichten schimpfen. Das Geile ist aber, dass sie aufgrund ihrer etwas zickigen Art genau das Gegenteil erreicht hat. Und ganz viele Fans von ihr haben mir jetzt so Nachrichten geschrieben, wo sie gesagt haben, naja, weißt du, eigentlich kannte ich dich überhaupt nicht. Ich war voll der Namika-Fan. Aber jetzt finde ich die doof. Jetzt mag ich dich. Das war immer sehr lustig. Aber ich habe auch drei krasse Hassnachrichten bekommen. Drei anonyme Hassbotschaften per Mail. Und die waren alle sehr schön. Und mein Favorit war, der erste hat geschrieben einfach nur, ey, du Hund. Das fand ich lustig. Ich habe geantwortet, ey, du Katze. Ich bin ein sehr krasser
mit mir sollte man sich nicht anlegen. Dann der zweite hat geschrieben, was will der Typ, der klingt, als hätte er ein Radio im Arsch. Das fand ich auch sehr großartig. Ich habe mir überlegt, vielleicht mal ein neues Programm so zu nennen. Patrick Salm, Radio im Arsch, klingt irgendwie souverän. Und mein Favorit von allen war aber die Nachricht, da hat einer geschrieben, einfach nur, ey, du sparst. Also er wollte halt Spaß schreiben, hat aber eine R noch in das Spaß eingebaut. Und jetzt stelle ich mir die ganze Zeit vor, dass, ey, du sparst, dass das so eine krasse Beleidigung unter Millionären vielleicht ist. Wo man sich so, nicht so sagt, ey, du sparst mal wieder, du Freund. Ich finde, das ist irgendwie eine sehr subtile, komische Vorstellung. Aber naja, ich habe versucht, das Ganze ein wenig zu versöhnen, die ganze Situation, und mich wieder mit Namika zu vertragen. Deswegen habe ich eine Liebesgeschichte geschrieben, wo wir beide drin vorkommen. Ich habe aus Gründen der Anonymität habe ich ihren Namen geändert. Sie heißt jetzt anders. Und zwar die Geschichte, die es dazu gibt. Na, wo ist sie denn? Muss ich noch finden, aber gleich habe ich sie. Genau. Heißt Nakima und ich. Das ist jetzt ein wesentlich asiatischer Name als vorher. Die kurze Geschichte einer langen Liebe. 10 Uhr. Ich kann es nicht länger geheim halten. Nakima und ich sind jetzt ein Paar. Unsere Beziehung verläuft bisweilen recht harmonisch. Heute Morgen haben wir bei Sonnenaufgang im Wald Zweige gesammelt, aus denen wir Kesse-Accessoires für unsere neue gemeinsame Wohnung gebastelt haben. Am Vormittag haben wir Kekse gebacken, gekichert und in gemeinsamen Erinnerungen geschwelgt. Zum Beispiel, wie wir heute Morgen im Wald Zweige gesammelt haben. Das war super. Erinnerungen sind das Fundament einer Beziehung, sagt Nakima immer. Denn wenn man sich mal nichts mehr zu erzählen hat, kann man immer sagen, ach, weißt du noch früher, das war toll. Auch wenn es früher schon scheiße war, aber wie sage ich doch immer, ein noch größeres Fundament als die Erinnerung ist die Vergesslichkeit. Während Nakima und ich in Gedanken schwelgen, beginnt sie ihr komisches Lieblingsmenschlied anzustimmen, weil sie mich bekehren will. Jetzt lebt sie im Keller. 12 Uhr. Draußen vor dem Fenster stehen derweil ihre eifersüchtigen Fans und brüllen, salmende Hund oder der Kerl hat doch ein Radio im Arsch. Ihr Hass ist die Triangel im Orchester des Glücks. Ach, es ist alles so schön. 14 Uhr. Wir sind jetzt eine kleine glückliche Pinterest-Familie. Wir liegen auf dem Dielenboden unserer Altbauwohnung, essen vegane Pancakes und knutschen. Überall sind Basilikumtöpfe und Do-it-yourself-Möbel aus Europaletten. Endlich Quality Time, sagt Nakima und schmiegt sich an mich. Ich schicke sie zur Strafe erneut in den Keller, weil sie Quality Time gesagt hat und ständig in Hashtags redet. Wenig später hole ich sie wieder hoch und wir haben wilden Blümchen-Sex. Alle haben Bock. 16 Uhr. Das ging jetzt schneller als gedacht, aber wir haben seit 3 Minuten einen gemeinsamen Sohn. Er heißt Woodbolt der Zweite, ist 43 Jahre alt und arbeitet hauptberuflich als kanadischer Holzfäller. Offiziell ist es der erste Neugeborene, der älter als seine eigene Mutter ist. Ein Wunder der Natur. Ayman Abdallah und Ranga Yogeshwar stehen bereits vor der Haustüre und wollen Interviews führen. Woodbolt holt seine Axt und spaltet beiden den Schädel. Nakima, komm mal, rufe ich. Das fetzt hier stimmungsmäßig derbe ab. Hast du gerade abfetzen gesagt, fragt Nakima und schickt mich zur Strafe in den Keller. Manchmal glaube ich, wir haben uns auseinandergelebt. 18 Uhr. Nakima hat zwar sehr süße Ohren, aber ein äußerst schrulliges Organ. Das belastet mich. Vielleicht ging doch alles zu schnell. Aber wohin mit Woodbolt? Der Kleine hat doch nur uns. Draußen steht der Paketbote und klopft an der Tür. Während ich überlege, ihn reinzulassen, wird er von Nakimas aufgebrachten Fans zertrampelt. Dann zertrampeln sich die Fans selbst. Nur meine kleine glückliche Familie überlebt. Und Woodbolt. Mittlerweile ist er 72 Jahre alt. Ein bisschen, denke ich, erinnert mich sein Alterungsprozess an Benjamin Button. Nur ein Falschrum. Also eigentlich wie jeder andere. Nur eben schneller. Und das macht alles keinen Sinn, denke ich, und lasse ihn los in die Freiheit. 20 Uhr. Scarlett Johansson kratzt derweil sehnsüchtig an der Haustüre und möchte mich zurück. Ich habe sie vor einiger Zeit verlassen, weil sie mich zu sehr geklammert hat. Ach, meine Scarlett, denke ich, sie ist so süß, wenn sie sauer ist. Ich öffne die Tür und wir knutschen. Wieder haben alle Bock. Nakima ist eifersüchtig, möchte mich zurückgewinnen und stimmt erneut das Lieblingsmenschlied an. Das Mauerwerk der Wohnung fällt in sich zusammen, Gläser und Scheiben zerklirren und die Welt geht auf der Stelle unter. Alle sind tot. Dankeschön fürs Zuhören.
Viel Spaß mit dem ersten Song des Abends. Quichott! So, Obacht. Rap Shit. Ich sah. Nee. Muss man so. Ich bin noch nicht in diesem Kulturmood. Ich sah auf, wie Poeten sich verbogen für den Sieg. Doch ich hab viel erfunden, doch gelogen hab ich nie. Ich bin schon oft geflogen auf nem Beat, weil mein Herz dann hängt. Das Volk geht nicht aus, solange irgendwo noch ne Kerze brennt. Und während meine Fersen hämmert über ein Feld, wie Rennen hämmere ich Verse in die Welt, die Welt verkennt. Ich war ein halbes Hemd und gab mein Letztes für die Texte, würde rappen, selbst wenn es alle Penne albern nennen. Ich sitze im alten Benz meines Vaters, lausche den Geschichten bis zum Kindergartenparkplatz mit all den Pens. Die ich dachte, weil ich Stress, weil eine Mutter ihren Sohn und dessen Vater nicht verlässt, war der Konsens. Wir waren die Pech und Schwefel, es war nicht immer gut, doch jetzt richtet sich der Nebel und ich setze die Säge Richtung Flut zwischen. Durch, da hätte ich einen Dreck gegeben, aber ich habe mich entschlossen, es mit Rap zu regeln. Und Vater meinte, ich weiß nicht, du bist doch schon über 30. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch so cool ist mit dem Rap-Shit. Vater meinte, ich weiß nicht, du bist doch schon über 30. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch so cool ist mit dem Rap-Shit. Jetzt muss ich kurz runterschlucken, weil jetzt kommt dieses Trompeten-Solo. Kappe wunden Hirn, ich lasse mich nicht mehr nur aufgrund der Kappe kategorisieren. Ich erlaube euch, die Platz zu kopieren. Was soll schon passieren? Ich habe nichts als Pate zu verlieren. Ich erinnere mich an früher, ich führte auf die Hände zum Kopf, verbucht mit Fäusten wieder Wände geboxt, die Widerstände getrotzt, ich spielte Bänder den Block, sieht uns mit Herz und ich werf 20 Cent in die Box, es ist was wert. Aber viele senken den Kopf, weil der Schrott, den sie hören, die Gehörgänge verstopft. Es ist Trott, der aus trottenden Massen trottelt, macht keiner glaubt mehr an Gott, aber wartet man auf den Glockenschlag. Ich saß so auf dem Park und war regelmäßig krank. Wo willst du mit 60 sein, wenn du schon mit 16 wankst? Fing zu rappen an, weil ich wenig Freunde fand und belächelt werde ich jetzt nicht mehr, weil ich's heute kann. Und Vater meinte, ich weiß nicht, du bist da schon über 30. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch so cool ist mit dem Rap-Shit. Vater meinte, ich weiß nicht, du bist da schon über 30. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch so cool ist mit dem Rap-Shit. So, jetzt kommt so ein Mitmachpart, wo ihr so singt so, woho, und ich sing vorher so, woho. Aber naja, manche lagen auch immer diese Call-and-Response-Scheiße, dieses woho, woho, da war ich nicht mit, ich hab da keinen Bock drauf, du Arsch. Und ich finde das völlig in Ordnung. Also, wenn man da keine Lust drauf hat, dann lässt man das eben ganz einfach bleiben. Ja, also, das muss ja nicht alles machen, was einer sagt, nur weil er hier ein Mikrofon vor der Schnauze hat. Also, muss nicht sein. Also, wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann lasst das eben ganz einfach bleiben. Aber es könnte natürlich schon so eine Situation entstehen, in der man wieder was Schönes zusammen macht. Ne? So ein woho, so eine Wohnzimmeratmosphäre. Ne? Weil man macht ja heutzutage auch nichts mehr zusammen. Ne? Ich meine, natürlich macht man heutzutage nichts mehr zusammen, denn manche sind ja auch wirklich porthässlich. Naja, man könnte jedenfalls mal wieder was Schönes zusammen singen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ihr keinen Bock habt, lasst das eben ganz einfach bleiben. Ne? Aber wenn ihr Bock habt, dann macht ihr eben mit. Ja, man soll die Sachen ja auch nicht totquatschen. Ne? Alle singen wo oh, wo oh, wo oh, oh. Du nicht, Patrick. Wo oh. Und alle singen wo oh, wo oh, oh, wo oh, wo oh, oh. Ring ba ba bang, ring ba ba bang, ring ba ba bang, ring ba ba bang. Shabba ba 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 ba. Ich meine, ich weiß nicht, ob das noch so cool ist mit dem Rap-Sheet. Hey, vielen Dank. Yeah. Dankeschön. Das war Kish Loren Otte für euch mit so einem wunderbaren Song. Wir kommen zum Interview. Das ist eine Kategorie, die wahrscheinlich die einzige ist, die tatsächlich der Late Night einigermaßen nah ist. Ich freue mich sehr, dass du da bist, mein lieber Felix. Jetzt ist folgende Frage. Du hast ein Buch geschrieben mit deinem Kollegen Malte. Und das heißt, 10 Minuten, das sind ja 20 Mark. Titel ist ein Knaller. Titel ist ein Knüller. sagst du den Party Peoples kurz, worum es geht? Das ist ein Buch, was ich mit meinem Kumpel Malte Roskopf geschrieben habe. Wir hatten eigentlich die Idee, einfach nur eine Textsammlung rauszubringen mit so Texten, die wir halt geschrieben haben, so Kurzgeschichten.
Dann, als wir die zusammengestellt haben, ist uns aber aufgefallen, nee, da ist mehr drin. Und dann haben wir quasi so eine Story für einen Roman entwickelt und die Texte in diesen Roman eingebaut. Das ist quasi ein Buch, was man von vorne bis hinten durchlesen kann und sollte. Du bist ja auch so im Slam, so genau wie wir beide auch, hast lange Slam gemacht. Ich finde es interessant zu sehen, dass im Moment viele Slammer tatsächlich zumindest Ansätze von Stand-Up irgendwie auf die Bühne machen oder komplett in Stand-Up auch wechseln. Also ob das jetzt Kabarett ist oder nicht, Moritz Neumeier zum Beispiel, Till Reiners. Wie siehst du das jetzt, die Entwicklung? Findest du, das geht gut zusammen, Slam und Stand-Up? Oder, weil früher gab es ja schon so eine, irgendwie so eine etwas Antipathie gegenüber der Comedy-Szene. Findest du, das hat sich geändert? Na, ich glaube, das ist so eine konstruierte Antipathie. Deutsche Stand-Up-Comedy hat einfach völlig zu Recht einen krass schlechten Ruf, weil deutsche Comedy einfach größtenteils nicht lustig ist. Ja, das kann man mal ganz ehrlich so sagen. Ja. Ich hoffe ja immer, dass diese ganzen schlechten deutschen Comedians irgendwann mal zu sich kommen und sich merken so, fuck, ich bin Bäcker. Was mache ich denn hier, ey? Das, eines Abends. Ja. Der Abend geht dann in die Geschichte ein, als die große Es reicht Kristallnacht. Was würdest du sagen, wo sieht man dich 2018? Gehst du eher Richtung Stand-Up oder wirst du als Autor deinen Weg gehen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich lasse das mal auf mich zukommen. So gerade macht mir sowohl Schreiben als auch Auftreten Spaß und dann mal gucken, was besser oder schlechter läuft. Okay, Felix Lubrecht, meine Damen und Herren, einen riesen Applaus. Wir kommen zu dieser Kategorie. Wer war beim letzten Mal hier, hast du vorhin schon gefragt. Ne? Einige werden es kennen, und zwar das Bad vs. Battle. Es wird sehr bescheuert jetzt. Es wird richtig bescheuert. Aber könnt ihr vielleicht einmal so ein bisschen rapmäßig gucken? Guck mal rapmäßig. So, und jetzt so ein bisschen den Hochkulturblick vielleicht. So beides versuchen zu vereinen. Oh ja, das gefällt mir. Jetzt geht's los. Oh. Das war gut. Ich eröffne die Runde, wie für ein Eigenheim per Spatenstich. Boy, du bist der König, doch nur vom Eigelsteiner Straßenstrich. Ich regiere großflächig, wie deine Geheimratsecke. Du bist ein Biker-Punk, ich sage Geheimrat-Zecke. Schnapp dir dein Drahtesel, eile zu Mücke und Krätze und sammel auf, wofür ich mich nicht bücke, ich schätze. Du weinst gleich. Kannst denn du Slutbitch nicht lachen? Ich nenne dich Raps-Urologen. Denn du musst Abstriche machen. Das ist einfach, das ist sehr dumm, aber gut. Nein, nein, bitte nicht. Es tut weh, ich weiß. Du bist bald weg vom Fenster. Nenn mich Bars Battle Peiniger. Du bist wie tote Fliegen und ich wie Glasflächenreiniger. Du wirst weggewischt, so wie Tinder-Schabracken. Ich kann nicht hinsehen. Wie ein Blinder beim Kacken. Sorry, es hat sich nichts anderes auf Schabracken genannt. Ich benutze solche Wörter nicht gerne. Bei dir ist Leere, bei mir die Crowd voller Leute. Du landest auf dem Boden und dann im Staubsaugerbeutel. Ich hab was auf dem Kasten, Geist und Verstand. Du hast auch was auf dem Kasten, 3 Euro Pfand. Ich bin ein Battlegott, du verhurene Drecksbitch. Weiß nicht, ob das für dich so cool ist mit dem Rap-Shit. Du willst Kriegboy, doch gleich kriegst du eine Panikattacke. Mach mal einen Punkt, wie ein Zeichner der japanischen Flagge. Bam! In your face! Gut! Hast du verhurende Drecksbitch gesagt? Ja, ich brauchte einen Doppelreim auf dieses Ding und da war nur hurend. Das sind einfach komplett, das sind Neologismen, die du da einfach komplett aus. Der ganze Text besteht nur aus Sachen, die es nicht gibt. Ja, richtig. Hey, super, finde ich gut. Okay, jetzt kommt der Konter. Also, mein lieber Freund, mach dich auf was gefasst. Ich finde deine Vergleiche niedlich, doch sie sind wie LKWs ohne Anhängerkupplung. Sie ziehen nicht. Hallo, ich bin Patrick Salben. Meine Stimme klingt wie ein tiefer Furz. Und ich teile mir mein neues Logo mit Conchita Wurst. Mein Freund,
Mein Freund, deine Texte schaden der Umwelt wie ein Bentley-Korso. Denn vom Niveau her bist du arm, wie die Extremität an einem Menschentorso. Deine alte, verlauste Tweetjacke kratzt auf deinen Gräten. Mein Konto ist wie das Sakko von Rainer Kallmund. Es platzt aus allen Nähten. Die Stimmung auf deinen Lesungen gleicht der nachts auf dem Pausenhof. Und deine Karriere ist wie eine Wohnung ohne Fenster. Aussichtslos. Deshalb fällt es auch schwer zu glauben, dass die Mengen dich lieben. Denn dein Humor ist wie nie gefundene Selbstmörder. Hängen geblieben. Ich bin schöner und schlauer. Und du bist bei Drömer und Knauer. Denn du betreibst ungarnen Mist wie ein böhmischer Bauer. Der Verlag scheint benebelt zu sein, als hätten die Rauch im Gesicht. Denn deine Bücher sind wie trotzige Prostituierte. Sie verkaufen sich nicht. Bäm! Vorbei! Ja, Quichotte, mein Lieber. Das war ein kleines... Ich hab auch noch einen. Ja, hau auch noch einen raus. Ich hab einen für jeden. Ich wusste nicht, wie das Spiel genau geht. Ich wusste nicht, dass es sich reimen muss, aber das ist nicht so schlimm. Hat sich hier auch nichts gereimt, das war ja mehr als unangenehm mit anzuhören, die gerade. Quichotte, ich glaube. Fang da an. Quichottes Melodien sind wie ein Ausgang. Nicht eingängig. Ja, ein Knüller. Du, Punch sitzt. Du, meinem Headset ist Party. Patrick Salms neues Buch ist wie ein Raclette-Set. Klassischer Fehlkauf. Felix Lobrecht, meine Damen und Herren. Bitte mach einen Riesenapplaus. Für den Freestyle! Ja. Ja, vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Ist immer gefährlich, weil man weiß nie, was da rauskommt. Oh ja, da haben wir schon ein Instrument für die Beatbox. Ja gut, okay. So, jetzt sind viele Worte. Wörter, ich mache mal erst einen Beat und dann gucken wir mal. Ne? Ihr könnt euch noch ein Thema überlegen. Aber müsst ihr noch nicht sagen. Müsst ihr gar nicht sagen, wenn ihr wollt. Aber könnt ihr gleich machen. Also, jetzt kommt der Beat. Gucken wir mal. Okay, pass auf, jetzt kommt der Bass. Ja, catchy shit. Und wollt ihr noch ein anderes Instrument da rein haben? Und wenn ja, welches? Bumsfiedel. Ich liebe dich. Oh Gott. Ja gut, die verfickte Bumsfiedel. Ja, wir haben das mal, das ist ja die Geschichte dazu, ist ja, dass wirklich jemand in Bielefeld mal Bumsfidel da drauf geschrieben hat. Er hat es aber groß geschrieben, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Und da bin ich genau, ne, was Sprache angeht. Und ich dachte, okay, das ist ein Substantiv, klar. Ne? Oder ein Sachwort. für diejenigen, die wie ich nur den Realschulabschluss haben. Aber dann habe ich das gelesen und dachte, okay, klar, eine Bumsfiedel. Und dann stand ich da mit dem Gerät und hab das vorgelesen hier und alle so, wat, Bumsfiedel, was ist das denn? Und sind völlig durchgedreht. Und ich dachte, ja, was soll das denn heißen? Und einer meinte dann immer, ja, Bumsfidel. Und dann ich so, ach, okay, klar, da hast du dir aber falsch geschrieben, du. Egal. Und dann habe ich gefragt, was für ein Instrument soll da rein? Und dann schrie einer, Bumsfiedel. Und der ganze Laden ist völlig explodiert. Und ich habe gedacht, Mann, was habt ihr für einen perfiden Humor hier? Und da musst du dann diese dreckige Bumsfiedel machen. Und jetzt muss ich sie wieder machen. Und das hat mich damals schon völlig um den Verstand gebracht. Weil in meinem Kopf ist eine Bumsfiedel natürlich so eine Art Violine, die immer Sexgeräusche macht, natürlich. Ja, ist ja klar. Und dann, wenn ich das jetzt mache, ey, da ist die hinterletzte Menge an Street Credibility, die ich noch hatte, die ist wieder passé. Aber ist okay, mache ich. Ja, oh Gott, ey. Ja, scheiße. Break. Oh.
Ich bin der David Guetta des kleinen Mannes. Okay. Na gut. Ja, das gefällt euch. Ja, der David Guetta des Brummschreis, glaube ich. Aber großartig. Bumsfiedel. Da muss erst die Bumsfiedel kommen, das löst alle Hemmungen bei den Leuten. Okay, alles klar. Jetzt ist die Frage: Wollt ihr noch ein Thema haben für das ganze Geraffel hier? Ja, einfach reinrufen, ne? Russland? Russland? Ja, nee, komm, nimm mal Russland. Okay, nimm mal Russland, ist gut. Ostern. Ja, das sind immer so naheliegende Sachen. Ja, warum hast du nicht Dienstag gesagt? Russland und Ostern. Ja gut, Ostern ist gut. Nimm mal, ist ja immer gut. Denke ich auch immer sofort dran, wenn ich an Karl-Heinz Riedle denke. Ja, das alte Ei. Ja gut, ich fange an. Ich guck mal, wie das wird und dann schauen wir mal. Yeah! Oh Gott, das geht überhaupt nicht. Das kann leider... Nee, so geht das überhaupt nicht. Ich muss die Wummsfiedel ein bisschen runterschrauben. Die ist mir zu penetrant, tatsächlich. Die penetriert da ganz schön rein. Das war nicht in meinem Sinne, sag ich mal. Gut, es geht los, Freunde. Ja, das ist doch schon viel besser. Okay, pass auf, Motherfucker. Ostern, yeah. Okay, 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 okay. Alles klar. Yeah. Achso. Ja. Einsatz verpasst. Ah. Yeah. Oh. Pass auf. Yeah. Ich sammel an Ostern Eiern und hätte gerne eine Ability. Von Eiersammelei, doch es gibt nur Sustainability. Den nehme ich, denn ich bestehe den ganzen Tag lang. Hauptsache ich fang morgens mit dem Tag an. Ich bin der Typ, ich mache sogar Möwenzahn. Und früher aß ich Eier oder Löwenzahn. Ist ja auch egal, ich bin nicht wie Peter lustig. Doch wichtig für mich ist nur, dass ich den Bus krieg. Yeah, okay, ich bin der mit Warte und warte an der Karte und nehm die Zeckenkarte. Ich zieh die Zecke raus, denn das Ei hatte sich eingenistet. Ist ja auch Ostern und ich hab darüber frei gedichtet. Kein Problem, ich bin der Typ und Opfer am Start. Sagen, an Ostern gibt's nur Kartoffelsalat. Mir ist das scheißegal, denn ich komm wie ein Teller auf meinem Arm und seh aus wie Tinderella. Kein Problem, ich bin ne Prinzessin aus Bier. Ist ganz egal, denn ich will nur raus hier. Alle sagen sich, du brauchst auch mal ne Kur, denn ich bin der Letzte bei der Nachklausur. Es macht mir nichts, ich komm und ich fräse noch, denn an Ostern seh ich aus wie ein Dreikäsehoch. Es ist mir ganz egal, an welche Miete du denkst, denn ich bin wahrscheinlich hier dein Lieblings. Mensch, okay, ah yeah, ich geb dem Blut eine Chance und bin wie dieser Assange und ich Blut Orange. Kein Problem, ich bin derjenige, der labert. Wichtig ist, dass du an Ostern noch ein paar Eier da hast. Denn ist es so, ich komm an wie ein Gefrierbrand und danach gibt es einen isolierten Isolierbrand. Ich hab Isolierband und nimm die Scheiße mit, aber Hauptsache ist, das Ei verliert das Gleichgewicht nie, denn es ist oval und mir ist das egal. Ich komm wie ein Wichser und bin auch anal. Ziemlich überzeugend, das ist ziemlich beschissen, aber Hauptsache ist, das Ei wurde hingeschmissen. Ich sag ja verdammt, der Freestyle war der Hammer. Am Ende hörst du Miau, das ist der Katzenjammer. Scheiß drauf, ich mach die Sagen und ich rappe. Denn ich sehe ungefähr aus wie eine Stabheuschrecke. Die nehmen mich mit und ich sag, dass ich es kecke. Ich mein Köpfe wie das Zahnzäpfle. Ja, das trink ich immer dann, wenn du Spaß hast. Hauptsache ist, dass du hier heute Bar zahlst. Denn ich bin der Mann und ich sage nein auch, weil dich's wehtut an der Magenschleimhaut. Das ist ein Vierfachreim und keiner hier checkt es, weil ihr alle perfekt sind. Nein, es sind überhaupt keine Perfekten da. Denn ich bin derjenige, suche an Ostern Eier, klar. Ich mein unter Weihnachtsbaum, denn der steht noch. Und ich sorge an Ostern für Gesprächsstoff. Denn ich komm immer nackt auf jede Feier. Und dann verstecke ich meine beiden Eier. Überhaupt kein Problem, alle sagen, was geht hier ab? Ich bin der Mann, der immer live heute Bier zapft. Ich glaube, ich hatte alle Wörter, aber ich mach weiter. Was fehlt denn hier noch? Ach, der kleine Wegbegleiter. Denn ich bin der Mann, der an den Eiern niemals spielte. Mein Lieblingsspielgefährte war der Karl-Heinz Riedle. Ja, aber der hatte die Elf auf dem Rücken. Und ich weiß, so eine Elf kann mich selbst nicht bezücken. Es ist scheißegal, wie sie, ich hab noch ein paar Worte. Wichtig ist, ich geh auch an verwinkelte Orte. Denn ich bin der Myb, ich pinkel Masse. Und alle sagen, wow, klasse, in der Winkelgasse. Es ist super cool, es passt ja alles live und so. Und ich sage, alles klar, was nur fehlt, ist der Flow. Denn ich bin unterwegs, ey, ich hab aufgehört, doch morgen rauch ich wieder. Ich bin ein Fauchtiger, ja, yeah. Ich mach immer Fauch, Fauch, Fauch. Und die Katze macht Miau. Aber irgendwann schlag ich sie kaputt, dann sagt sie, oh, du Sau. Ich bin keine Sau, ich war nur eine Katze und hab sie zerstört mit der linken Tatze. Ich mache immer weiter, egal wie viele Wörter du noch durchgestrichen hast, weil der
Scheiß hier so beschissen war, dass ich sag, die Kistenschlacht habe ich nicht mitgemacht. Morgen ist hier Schicht im Schacht, ihr Wichser sagt, nee. Ich sage ja, ich mach nur weiter, wenn ihr wollt. Aber Leute sagen sich, die Zeckenkarte hat den Zoll nicht bezahlt. Ich nehm sie nicht mehr mit in die Gemeinschaft. Und Leute sagen sich, dass ich das nicht bis 7 reinschaff. Ja, oder bis 8 oder bis 9 und rappe Double Time. Denn an den Ostern gibt's nur Eier für den Fotzenschleim. Ist ein blöder Reim und ich wollte das nicht sagen. Aber alle sagen, boah, diesen Reim nicht zu ertragen ist wahrscheinlich schwierig, weil der Reim ja der Hammer war. Hier, hast ein Ei für die Kamera. Ja, es ist auch okay, denn der Beat setzt wieder aus. Die Miete ist verraucht und die Miete ist verbraucht. Und jetzt gleich ist der Schluss, bis zum 6. Schuss. Aber an Ostern ist so ein Ei ja auch ein Muss. Vielen Dank. Dankeschön, meine Damen und Herren. Patrick Salve! Ja, unfassbar. Das ist fetzig. Muss man einfach sagen. Ich komme zu was ganz anderem jetzt. Und zwar würde ich ganz gerne ein paar Gedichte vorlesen. Ich schreibe gerade an einem Lyrikband, der wird im Winter erscheinen. Und ich möchte ein paar Auszüge mal daraus vorstellen, in Form von 4 kleinen Gedichten. Das erste ist titelgebend auf den ganzen Band und trägt den Titel 2 weitere Winter. Eigentlich hatten wir uns alles erzählt, was es zu sagen gab. Begehren, Zweifel, Fiktion. Eigentlich hatten wir uns alles erzählt, was es zu sagen gibt. Begehren, Zweifel, Erinnerung. Eigentlich hatten wir bereits Abschied genommen, im gegenseitigen Einvernehmen unsere Hände gereicht, als wollten wir sagen, angenehm, es war schön, dich zu kennen. Den Hut zum Gruße lüften sagen wir, es gab schlechtere Zeiten. Chapeau und wer weiß, was noch kommt. Ich würde bleiben, aber da sind doch Zweifel und ein offenes Fenster. Ein Bus, der gleich kommt. Und die Gewissheit, eigentlich hatten wir uns alles erzählt. Doch irgendwas hielt uns, ließ uns nicht fortgehen, ließ uns reden wie die Erntelosen, die sagen, 2 weitere Winter stehen wir auch schon noch durch. Wir werden schon sehen, was mal sein wird. Ein Passant übt sich in vornehmem Schweigen. Das nächste Gedicht trägt den Titel Inventur. Dies ist die Inventur meines Landes. Was es gibt. Blühende Landschaften, Beton, sehr viel Beton. Milch, Kohle und Stahl. Eine Geschichte, deren vergessen. Der Mensch sagt, wenn der Tisch voll ist, rücken wir ein Stück zusammen. Hat doch immer irgendwie gepasst. Der Gegenmensch sagt, ich. Der Mensch sagt, ich bin stolz, solange mein Land nur die Summe seiner Bewohner bleibt. Der Gegenmensch sagt, ich bin stolz auf mein Land, weil mein. Der Mensch sagt, es gibt kein Wir und die anderen, weil je nach Blickpunkt wir alle anderen und die anderen die unsrigen sein könnten. Das ist die Inventur meines Landes. Was es gibt, eine Gegenwart. Nummer 3. Ich möchte dir sagen. Ich möchte dir sagen, dass ich dich schon eine Weile beobachte. Nicht so, wie du denkst. Anders irgendwie. Ermusternd. Es klingt seltsam, wenn man das sagt. Ich möchte dir sagen, dass ich deine Bewegungen mag, die so bedacht wirken. Sorgsam irgendwie. Die Langsamkeit deiner Hände, die Geometrie deiner Wimpern. Und dass der Mantel dir gut steht. Ich möchte dich küssen, berühren. Schultern, Hals und Schläfen ertasten. Weil das doch gerade schön wäre, wo wir nun hier sind, irgendwo zwischen dort und wer weiß das schon. Ich möchte dir sagen, dass es schön wäre, wenn du bleiben könntest, dass ich Toast gemacht habe und Rührei mit Speck. Da sind Zigaretten, ein Handtuch und ein Schlüssel. Komm, bleib doch eine Weile. Ich möchte dir sagen, dass das immer so bleiben sollte. Schaue stattdessen auf das geöffnete Fenster und sage, es zieht ein wenig, findest du nicht? Und das letzte Gedicht mit dem Titel Und wir rauchen am Fenster. Meine Augen fliehen vor dir, Bandit. Deiner Nähe, deinem Atem, den unerträglichen Lücken zwischen den Sätzen. Denn da sind 1000 Gespenster hinter dem längst gefallenen Vorhang, hinter den Gardinen, unter der Bettdecke und irgendwo in unseren Köpfen. Wir sind die Synchronsprecher unseres eigenen Stummfilms.
Wir rauchen am Fenster, weil wir nichts mehr zu sagen haben. Weil doch alles geschehen ist. Unter uns flimmern die nächtlichen Straßen als Testbild eines unterbrochenen Spielfilms. Ausatmen, Rauchschwaden. Wir untermalen unser eigenes Schweigen mit Bedeutsamkeit, doch verlieren uns in Nichtsagbarem. Wir sind die Abgewandten, die seitlich Liegenden. Die Beine fest an die Heizung gepresst, lauschen wir einem Abspann ohne Hintergrundmusik. Geh jetzt, Bandit. Wir sind die Synchronsprecher unseres eigenen Stumpfsinns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen noch einmal zu unserem Gast. Ich freue mich sehr auf das, was jetzt kommt. Freut euch auf 10 Minuten volle Power. Felix Lobrecht. Eigentlich waren 15 Minuten abgesprochen. Haben wir direkt mal wieder 5 gespart. Ja, ist doch super. Bitte konzentriert euch. Ich möchte hier meine Ruhe haben, bitte. Ich bin mir relativ sicher, also ich weiß, warum mir irgendwie wieder 5 Minuten gestrichen wurden. Patrick ist sauer mit mir. Quichotte ist auch sauer mit mir. Das hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass ich ein bisschen knapp angekommen bin vorhin. Ja. Hab mich ein bisschen mit der Zeit verkalkuliert und dann haben sie mich ganz panisch angerufen. Felix, was los? Wo bleibst du? Dann habe ich gesagt, ich sag mal so, wenn der Weg das Ziel ist, dann bin ich da. Dann habe ich aufgelegt, entspannt eine Runde shoppen gegangen. Dann bin ich hier so ein bisschen durch diese albernen kleinen Gassen gelaufen. Dann bin ich an einem Chibo vorbeigekommen. Wissen alle, was Chibo ist? Naja, oder nein, Freunde? Das, ich kann sowas aussetzen. Das bedeutet mir überhaupt nichts. Wisst ihr alle, was Chibo ist? Ja, Felix. Gut, dann hätte ich dazu mal eine Frage. Ich hole mir mein Feedback. Ich hatte eine Frage. Was genau ist eigentlich das Geschäftskonzept von Chibo? Klassischer Chibo-Dialog. Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gerne einen Kaffee, eine Personenwaage und ein Zweimannzelt, bitte. Gern. Darf es vielleicht noch ein aufblasbares Kanu sein? Oder ein Radiowecker, der die Zeit an die Decke projiziert? Kann mir doch keiner erzählen, dass da ein Konzept hintersteckt. Deswegen hat Chibo auch keinen Slogan. Wie willst du das alles in einen Slogan packen? Ich habe mir noch mal was überlegt. Sie suchen Geschenke für Leute, die Sie kaum kennen. Beispielsweise den Arbeitskollegen Ihres Bruders, auf dessen alberne Gartenparty Sie über Umwege eingeladen wurden. Chibo. Sie treiben selten Sport. Wollen sich und ihren näheren Verwandten aber mit billigsten Sportklamotten was vormachen? Chibo. Oder noch ein kurzer knackiger. Chibo, der Fehlkauf für die ganze Familie. Ja, ich fand die Ideen super und dann bin ich drin. Dann bin ich drin ins Chibo, ja. An den Gartenpavillons vorbei. Rüber zu den Multifunktionstools. Und dann stand da, der Chibo-Mann. Dann habe ich ihm meine Vorschläge unterbreitet, haben ihm nicht gefallen. Dann habe ich ihn angegriffen. Long story short, ich habe lebenslange Hausverbote in allen Chibo-Filialen. Aber wenn ich eine Sache aus dieser ganzen Aktion gelernt habe, dann die: Schlafsäcke brennen super. hören Sie bitte auf zu quatschen. Nee, sowas passiert mir öfter, ey. Ich will einfach nur irgendwo nett reingehen und dann zack, Unterlassungsklage. Ich sage ja immer, soziale Interaktion ist wie das Handy von Patrick Salm. Nicht meins.
Apropos nicht meins, ich war letztens in Wiesbaden. Ja, den fand ich selber scheiße. Ja, aber jemand, der schlechte Wortspiele macht, wäre stolz auf mich. Apropos stolz auf mich, mein Vater ist übrigens heute nicht zugucken. Oder doch? Dad? Dad, bist du da? Mom? Onkel Jimmy? Jetzt wird's albern, Freunde. So, ich würde jetzt anfangen mit meinem Programm. Ist ja immer, wenn man so einen kleinen Vortrag hält, dann ist es ja immer super, dass man erstmal so einen kleinen Ausblick gibt. Was passiert hier heute? Deswegen jetzt mal kurz zum Ablauf. Wir würden das jetzt so machen. Ich würde jetzt erstmal, einfach damit wir miteinander warm werden, 25 Minuten Impro-Theater machen. Da müsstet ihr mir gleich noch ein paar Wörter zuwerfen. Danach haben wir hier planmäßig ein kleines Live-Konzert von Lou Bega. Ja, das war auch nicht meine erste Wahl, Freunde, aber für einen Fuffi haben wir keinen anderen bekommen. Geht da einfach in Ruhe eine rauchen oder mal kurz an die Luft oder so. Ja, und danach würde ich mit meinem Programm anfangen. Danach können wir hier noch einen kleinen Stuhlkreis machen, uns ein bisschen austauschen. Kleine Feedback-Runde, dann nehmen wir alle nach Hause. Ist dazu Fragen? Gut. Ist was richtig Krasses passiert. Ich bin gerade, als ich wieder von der Pause reinkommen wollte, bin ich fast gestolpert. Ende der Geschichte. Merkt das selber. Der Spannungsbogen von dieser albernen Stolpergeschichte hat die Geradengleichung m gleich 0. Für diejenigen von euch, die nicht so mit Mathe sind, übersetze ich das kurz. Der Witz war kacke. Das war ein richtiger Scheißwitz. Das war eine richtige Scheißgeschichte. Eine ganz, ganz klassische Nullgeschichte. Ich habe einen Kumpel, der erzählt nur so Nullgeschichten. Der heißt Matze. Von Matze kommen so Klassiker wie: Boah, Felix, voll krass. Ich wäre fast zu spät gekommen. Wo ich mir mal denke, scheint ja alles geklappt zu haben. Zu sagen, ich bin fast zu spät gekommen, ist genau dasselbe wie zu sagen, ich bin pünktlich. Und das sehe ich ja. Ich bin ja auch da. Empfinde ich als angeben. Der Matze hat so zwei Arten von Nullgeschichten. Er hat einmal die, wo er aus absolut nüchtern Spektakel macht, so wie diese alberne Zu-spät-Komm-Geschichte. Und dann hat er die Geschichten, wo man am Anfang voll dabei ist und sich auf die Pointe freut. Und die kommt dann einfach nicht. Boah, Felix, voll krass. Ich war letztens auf dem Pärchenabend von Kerstin und Christopher. War ein toller Abend, gerne wieder. Wo ich mir mal denke, Matze, das ist doch keine Geschichte. Wenn da wenigstens jemand verletzt würde. Kerstin oder so. Ich war letztens auf dem Pärchenabend von Kerstin und Christopher und dann BÄM! Löwe! Hat Kerstin gefressen! Oder BÄM! Zwei Löwen haben sich Kerstin geteilt. Jeder Löwe hat exakt gleich viel bekommen. Krass, faire Löwen. War ein toller Abend, gerne wieder. Das ist eine Geschichte. Ich sage ja immer, in einer guten Geschichte wird mindestens eine Kerstin schwer verletzt. Ja, wenn ihr da morgen gefragt werdet, wie war der Abend hier den Namen schon wieder vergessen. Damit ihr eure Freunde dann nicht mit so einer Matze-Antwort langweilen müsst, sieht mein Kurzauftritt planmäßig eine Körperverletzung gegen Gäste vor. Das könnten wir jetzt auch direkt abfrühstücken. Ich weiß nicht, ist eine Kerstin anwesend? Ja, Spaß. Ich würde niemals die Hand gegen eine Frau erheben. Ich arbeite viel mit Leberhaken. Ja, Spaß. Trete. Vielleicht so ein Moment, wo wir mal kurz durchatmen können. Atmet. Falls ihr euch fragt, was trinkt der große Felix Lobrecht da?
Korn. Ist jetzt kein guter Korn. Er war nicht teuer gewesen. Ja. Also ich sag mal so, um diesen Korn zu kaufen, muss man im Supermarkt keinen Mitarbeiter bitten, einem irgendwas aufzuschließen. Nee, wirklich, wenn man den passend bezahlen will, ist es unmöglich, einen Schein zu verwenden. Aber funktioniert. Falls ihr euch fragt, was gucke ich hier die ganze Zeit, das ist ein Zettel mit Witzen, die es leider nicht in meinen Auftritt heute geschafft haben. Na, einfach weil die wirklich scheiße sind, die Witze. Und ich dachte mir, ich lese sie mal kurz vor. Wer lacht, fliegt raus. Mein Bruder heißt Steve. Das ist mein Steve-Bruder. Oh Gott. Das war Felix Lobrecht. Oh du bist nicht mein Vater. Hier vorne hat gerade jemand krass laut noch eingerufen. Mache ich gerne. Der ProSieben-Moderator Ayman Abdallah hat jetzt eine Umschulung gemacht zum Reptilienjäger. Er arbeitet jetzt unter dem Pseudonym Kaiman Abknaller. Raus. Ist das nicht ein Feuerwerk, Freunde? Pa, pa. Hier ist richtig was los, oder? Woo! Ja, ich hab ein Soloprogramm, das heißt Kennig. Das Setting ist relativ dünn. Im Wesentlichen stelle ich mich einfach nur 90 Minuten lang vor, einfach mit dem Ziel, dass die Leute danach nach Hause gehen. Fertig. Und das würde ich jetzt einfach auch kurz machen, die Kurzzusammenfassung. Mein Name ist Felix Lobrecht. Ich bin seit 27 Jahren vorhanden. Und meine Hobbys sind Schwimmen, Fahrradfahren und Basteln. Merkt er selber, habe ich mir einen klassischen Scherz erlaubt. Ich habe mit der Scheiße eine Stammhut. Ich bin sowieso der Meinung, dass jeder, der erzählt, dass Schwimmen oder Fahrradfahren sein Hobby ist, lügt. Mal ganz ehrlich, Freunde. Fahrradfahren. Und Felix, was hast du jetzt so gemacht? Ecke? Eine Radtour. Kannst du aber auch sicher sein, dass das Gespräch danach beendet ist. Und Felix, was machst du heute noch? Icke? Geh schöne Runde schwimmen. Schön ein paar Bahnen ziehen. Na dann zieh mal, du Hecht. Denk mal, über Basteln brauchen wir ja nicht sprechen. Hier Felix, ich hab dir eine Katze geschnitzt. Sie behalten die Scheiße. Was soll ich damit? So, Freunde, ich muss jetzt zum Ende kommen. Der Salm schart schon mit seinen kleinen Füßen. Er hat mich selber überrascht. Ja, ich möchte kurz Werbung machen. Patrick, das ist unprofessionell, was du hier machst, ey. Mann, ey. Ich find's übertrieben krass, was hier gerade abgeht. Das geht gar nicht, Patrick. Lässt du Leute so reden? Ich möchte Werbung machen. Ich habe einen Laden eröffnet. Ich bin jetzt Selbstständiger. Ich habe den großen Felix-Lobrecht-Laden eröffnet. Das ist ein Laden, da geht es im Wesentlichen um mich. Das ist ein sehr großer Laden. Nee, ich habe mir ein altes Hornbach gepachtet. Ich spreche hier von 6.500 Quadratmetern Ladenfläche. 350 Parkplätze, ist ein bisschen außerhalb. Kommt da mal vorbei, wenn ihr Zeit habt. Da gibt's alles, was das Merchandise-Herz begehrt. Ja, ich habe jetzt mal die nee, das große Felix-Lobrecht-Brett beispielsweise. Das ist eine andere Baustelle. Ich hab jetzt mal ein paar Sachen mitgenommen, die leicht zu tragen waren. Beispielsweise das große Felix-Lobrecht-Buch. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Kostet 14,90 Euro. Ist aber 15 wert. Und da möchte ich noch vorstellen, die großen Felix-Lobrecht-Postkarten für ihre Lebenslage. Die sind super. Die kosten jeweils 1 Euro. Oh, voll teuer. 1 Euro für eine Postkarte.
Keine Sorge, Freunde, gibt es einen Aktionspreis. 6 für 6. Die kann man immer gebrauchen. Ja? Stellt euch vor, ihr seid in einem Restaurant. Dann kommt der Kellner und bringt euch die Rechnung. Dann klatscht ihr einfach die Karte auf den Tisch, dann könnt ihr gehen. Ja? Zahle ich nicht. Oder wenn ihr irgendwie, weiß ich nicht, euer Studium abgeschlossen habt, oder in eurem Fall die berufsqualifizierende Maßnahme, könnt ihr euch selber diese Postkarte hier schenken. Dit war dit, haben wir. Oder wenn ihr irgendwie einen One-Night-Stand hattet, ja, und euch dieses unangenehme Gespräch am nächsten Morgen sparen wollt, könnt ihr einfach dem oder derjenigen diese Karte auf den Tisch klatschen und euch verpissen. Ja. War gut gewesen. Oder wenn es sich bei dem One-Night-Stand um eine Dienstleistung handelt, verweise ich auf Postkarte 1, zahle ich nicht. Dankeschön! Felix Lobrecht. Das Ding ist nämlich, wir haben noch eine Rubrik, die sehr wichtig ist. Denn viele, die jetzt schon da waren, also sind jetzt vier da, also vier, wissen das. Wir haben eine Kategorie, und zwar das Holz und das Dach des Monats. Und da haben ja tatsächlich Leute geschrieben beim vorletzten Mal, die gesagt haben, boah, wir haben keine Karte mehr bekommen und jetzt wissen wir nicht, was ist das Holz oder das Dach des Monats. Die waren regelrecht frustriert, weil ein Monat ohne das Dach oder das Holz des Monats zu überleben, ist scheiße. Und jetzt haben wir hier ein Modell, das ist krass, ne? Jetzt gibt es auch Hunde, neu. Es gibt tatsächlich Hunde, einer ist eine Hyäne und einer ist eigentlich im Grunde genommen, nee. Ist eine kleine Giraffe. Aber ist egal. Da ist auf jeden Fall. Nee, ich sehe gerade, der andere ist auch. Naja, egal. Wir haben auf jeden Fall hier noch ein Grillding dabei, so ein Grillteil zum Wenden. Ist auch super. Im Moos liegt das. Und das ist ein total aufwendiges Ding. Das ist im Grunde genommen Bergheim, wenn man so will. Da sind auch kleine Küken, die werden auch hier geschreddert. Da, so. Ist leider die Realität, Leute. Jeder Burger oder überhaupt alle Wurst, die ihr esst, ist geschredderter Scheiß. Einfach. Da könnt ihr euch, macht ihr keine Illusion. Zum Teil werden auch Schaufeln da reingeschreddert, aber ist egal. Jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt kommt nämlich der Punkt. Und zwar, bist du bereit? Ich klar. Perfekt, super. Jetzt kommt erst das Holz der Woche. Und wir haben uns da natürlich überhaupt keine Mühen gescheut. Ja, doch, eigentlich haben wir das ziemlich hingerotzt. Aber ist egal. Da ist ein Jingle. Der Jingle kommt jetzt und der wird euch eure Ohren richtig zum wie sagt man? Du machst das Ding an. Anschmeicheln? Nee, jetzt warte mal, Freundchen. Deine Zeit ist rum. Du hast sowieso schon. Du hast schon überzogen, mein Lieber. Jetzt kommt der Jingle. Der Holz der Woche. Merkt euch die Scheiße. Das Holz der Woche. Woche. Das Holz der Die Zeder. So, jetzt kommt der Dach der Woche, Freunde. Es ist eine Spitzenkategorie, das ist klar. Und Resonanz, meine Damen und Herren, wird überbewertet. Das ist uns egal. Jetzt kommt das jetzt. Und da muss ich sagen, da hat Patrick hat den Jingle einge. Ja. Macht. Eingetan hat den da. Dann jetzt, ja. Und es gibt natürlich eine Erklärung. Du hast Zedern gemacht. Super. Na klar. Hervorragend. Das sind auch wirklich Zedern-Dinger. Kann man sich gleich mal angucken. Gut. Geht los jetzt. Dach der Woche. Dach des Woche. Das Dach der Woche. Reddach. So, das war's, Freunde. Meine Damen und Herren, das war's. Das war die Late Night Show. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Viel Spaß noch. Haut rein. Tschüss. Kishot, Patrick Salve, Felix Lobrecht.